Das ist ein menschlicher Reflex, dass intelligente Menschen sagen, ich mache nur ein Kind, zwei Kinder. Ja, da hast du ja wenigstens bisher noch, ja, aber nicht fünf, sechs Kinder, ohne nachzudenken, wie so ein Kamelfresser. Ja? Und Armut und Armut und Armut in den Ländern passiert, weil einfach zu viel Kamelfressen, zu viel Kamelfresser, zu wenige Kamele da sind. Versteht ihr? Ja? Aber bei uns wird das noch kritisiert, obwohl wir das ja klug rangehen. Ja? Wir sind im Moment sehr viele Menschen auf der Welt. Ja? Das ist nicht, dass wir aussterben. Die erzählen euch, wir sterben aus. Das ist überhaupt nicht der Grund. Der Grund ist, dass man euch im Mischvolk machen will, damit ihr modern zu versklaven seid. Das ist der einzigste Grund. Ja? Eure hohe Intelligenz zu vernichten. Ja? Die Moral, die wir aufgebaut haben, Menschenrechte zu vernichten, damit man uns besser kontrollieren kann, das ist der einzigste Grund. Ja, aber das wissen ja Gott sei Dank 5% von euch. Entschuldigung. Ja. Ah ja, würdet ihr es alle wissen, müsst ihr es ja nicht erzählen, oder? So, ihr Lieben. Ja. Was ist die Lösung? AfD wählen. Warum? Habe ich schon gesagt. Ja. Die Radikalen alle bye-bye. Wer die Scharia-Gesetz nicht schriftlich oder wörtlich, keine Ahnung, wie die es machen werden, ablehnt, ja, wer es nicht ablehnt, tschüss. So einfach. Gut, ihr Lieben. Ich sage nicht mehr verzeiht mein Herr. Ja, ich sollte mich schämen. Die kommen hier mit einer Ideologie, die sagt, dass man uns vergewaltigen darf, zu Sklaven nehmen darf, ja, verkaufen darf, uns beklauen darf, ja, Schutzgeld, ja, uns umbringen darf. Und ich habe mich so oft entschuldigt, entschuldigt für meine Härte. Fuck you, Mann. Ja, also die Härte, also ja, nicht du, sondern fuck you, fuck drauf. Ja, scheiß drauf. Wir können ja nicht mehr sehen. Wie viele kleine Mädchen. Wisst ihr, wie viele kleine Kinder verschwunden sind seit 2015? Wisst ihr, wie viele kleine Kinder verschwunden sind, seitdem diese geistlichen Mongoloiden bei uns reinstürmen? Tausende. Das war auch vorher schon so, aber nicht. Das ist, glaube ich, 300% oder 400% gestiegen. Ja, wie viele kleine Kinder bei uns verschwinden. Was für ein Zufall, aber wie seltsam, Babys und Kinderleichen, wenn sie zu uns stürmen, ja, Babys und Kinderleichen an den Stränden angeschwommen werden, die Kinder aber gar nicht als vermisst gemeldet werden, sie werden einfach gefunden, kann man sie gar nicht zuzuordnen, oh, wie seltsam, ach, sie nehmen sich als Schutzschild, und erstmal, ja, wenn sie in Griechenland dann erstmal sind, oder wenn sie erstmal in der Türkei sind, dann zu Griechenland rüberschiffen, dann brauchen sie diese Schutzschilder nicht mehr, diese Monster. Versteht ihr? Wo sind denn die ganzen Frauen? Wo sind denn die ganzen Frauen? Tiefseetauchen. Die suchen gerade Muscheln und Perlen. Die haben gehört, dass es zwischen Griechenland und Türkei sehr viele Perlen da unten im Meer gibt. Die haben nur vergessen, Schnörchel mitzunehmen. Ja. Man hat denen nicht in der Schule beigebracht, dass man unter Wasser nicht atmen kann. Die denken wahrscheinlich, man kann unter Wasser auch atmen oder so. Keine Ahnung. Wo sind denn diese ganzen Frauen und diese ganzen Kinder? Wo sind die denn? Man nimmt das Schutzschild mit und wenn man die Hälfte erreicht hat bis zum Meer. Mehr. Ja. Rüber. Und es reicht, wenn du Christ bist. Tschüss. Ja. Geh Perlen suchen. Ja. Knallhart. Knallhart. Ja. Warum soll ich meine Frau mitnehmen, die aussieht wie ein Esel, wenn ich eine Blonde dort ficken kann? Ab über Bord, du hässliches Vieh, und nimm dein Kind gleich mit. Was soll ich damit? Das hängt mir doch nur am Bein, und Klotz am Bein. Was soll ich denn damit? Ficky, ficky, 10 Frauen, ficky, ficky, 10 Frauen, Geld, dies, das. Ihr hängt mir doch nur am Bein, ja? Monster, die gerade kommen. Monster. Knallhart, ja? Hab ich Hass? Hab ich Hass? Nein, ich will, dass dieser Hass nicht zu uns kommt. Versteht ihr? So, tschüss.